Moin und willkommen zu einem weiteren Video. Immer noch Beton, Lernfeld 4. Und heute befassen wir uns eigentlich mit der Widerstandsfähigkeit von Beton. Und zwar, hält Beton denn wirklich ewig? Man sieht es ganz viel an Hafengebieten, in der Stadt, auf dem Land. Überall wird Beton verarbeitet. Doch die Frage ist, was für Einflüsse muss der Beton denn eigentlich aushalten? Und ist es dem immer gleich? Damit befassen wir uns heute. Und zwar habe ich hier mal ein paar Bilder mitgebracht. Hier sieht man zum Beispiel eine Betontreppe. Naja, würde man die fachgerecht nutzen, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Man würde da immer nur rübergehen. Dann würde so etwas hier zum Beispiel nicht passieren. Anscheinend hat hier eine Überbelastung stattgefunden oder sie ist halt beschädigt worden durch Tausalze, die hier eingedrungen sind und dann sind sie bei Kälte halt mit Wasserkontakt aufgeplatzt, die Luftporen, weil sie mit Wasser gefüllt worden sind und dann durch Eiseskälte halt sich ausgedehnt haben, dann sind sie kaputt gegangen. Das kann halt passieren. Hier sehen wir auch was. Kleinste Rissbildung an einer Brücke. Das ist auch eine Betonfassade von einer Brücke, also eine Betonoberfläche. Ja, da ist es auch zur Rissbildung gekommen. Also hat sich hier der Beton auch, wurde der Beton hier auch beschädigt. Des Weiteren sieht man hier ein Parkhaus. Ja, was mag da wohl passiert sein? Also man sieht hier einmal ein Kreuz, wahrscheinlich für den Kennzeichnung des Aufpralls. Hier scheint wohl irgendjemand gegengefahren zu sein. Passiert übrigens sehr häufig in Parkhäusern. Also gibt es halt immer Einflussfaktoren, die man zu beachten hat bei Beton. Und diese Einflussfaktoren haben einen Namen bei Beton. Die nennt man nämlich Expositionsklassen. Und diese Expositionsklassen, die müsst ihr nicht alle auswendig kennen, dafür gibt es halt diese Listen hier. Und anhand dieser Listen entscheidet man halt, okay, wie verarbeite ich eigentlich meinen Beton und welche Mindestbetonfestigkeitsklasse muss man zum Beispiel haben. Das ist da halt alles angegeben. Und wir kategorisieren die einzelnen Expositionsklassen nach Aufkommen, also Schädigungsvorgang. Das sieht man hier zum Beispiel. Und die einzelnen Schädigungsvorgänge, die haben dann halt noch einzelne Klassen, beziehungsweise wie sie eingeteilt werden. Gehen wir mal zu den Kennzeichnungen. Da haben wir hier einmal das X0. Und X0 steht eigentlich für Zero Risk, also dass es kein Angriffsrisiko von externen gibt. Beispiel könnte man nehmen, eine Gehwegplatte im Garten. Wenn der Boden, auf dem man sie baut, halt ganz normaler Gartenboden ist, ohne Salze oder sowas, dann könnte man sagen, okay, das ist ein X0, eine X0-Expositionsklasse, weil da treten keine externen Schädigungsvorgänge auf. Also X0 steht eigentlich für Zero Risk. Dann kommen wir zu XC. XC sieht man Bewährungskorrosion durch Karbonatisierung. Karbonatisierung wird euch später noch einmal erklärt, wenn wir näher raufkommen, wenn wir Stahlbeton behandeln. Jetzt müsst ihr erstmal nur wissen, dass es durch äußere Einflüsse dazu kommen kann, dass Bewährung korrodiert, also rostet, und dadurch kann es den Beton halt beschädigen. Und das wird gekennzeichnet mit XC. Und dieses XC, also das C in dem Fall, steht für Carbonation. Also, ja, für Karbonatisierung. Dafür nutzt man das. Wann tritt das auf? Ja, wenn es nass ist, selten trocken, wenn es mäßig feucht ist und wenn es wechselnd nass und trocken ist. Also äußere Fassaden, wenn sie aus Beton sind oder sowas, dann tritt das halt auf. Nächster Punkt ist XD. Steht hier auch schon Bewährungskorrosion durch Chloride. Chloride sind Salze
Und Salze, die sich zum Beispiel in Wasser auflösen, können in den Beton eindringen und dann geht eine, ja, dann kommt es zu einer Chloridschädigung durch Salze. Sieht man hier auch wieder, mäßig feucht, nass, selten trocken, wechselnd, nass und trocken. Ist eigentlich genau das gleiche wie hier oben, bloß dass es dazu kommt, dass halt auch noch Salze mit hinzukommen. Bestes Beispiel dafür wäre zum Beispiel Straßen im Winter, die werden mit Salz gestreut, das löst sich in Wasser auf und das kann dann halt in die Bauwerke oder in die Schadstellen eintreten und dann kommt es zum Chloridbefall. Also geht es hier bei XD um Streusalze. Wieso steht da D? Das ist halt der Fall, es ist halt wieder Englisch und das bedeutet Dicing Salt. Dicing heißt einfach geworfenes Salz, also Streusalz. Das ist der englische Begriff für Streusalz, Dicing Salt. Okay. Nächster Punkt ist XC. Da sieht man jetzt schon Bewährungskorrosion durch Chloride aus Meerwasser. Meerwasser, also heißt es auf jeden Fall, dass es irgendwo ein Bauwerk in Seenähe sein muss, damit dieser Seesalzluftgehalt halt Einfluss auf diesen Beton nimmt. Das sieht man hier auch schon, salzhaltige Luft. Das Bauwerk kann unter Wasser gebaut werden, kann man zum Beispiel bei Kaianlagen sehen. Oder im Tidebereich, also wo es Ebbe und Flut gibt oder ja, wo der Wasserstand sich ständig ändert. Und hier stehen wir halt für XC und dieses XC sage ich, XS, das S steht für Seawater. Also ja, mehr Gegend, da tritt das halt auf. Immer auch, wo Salz mit im Spiel ist. Kommen wir zum nächsten Punkt. XF. Und da steht dann halt ohne Taumittel, mit Taumittel, wieder ohne und mit Taumittel. Frostangriff, Frostangriff. Bei weniger und bei hoher Wassersättigung. Das heißt, wenn es kalt ist und es ist wenig Wasser im Bauwerk vorhanden, und es tritt Frost auf und es ist viel Wasser vorhanden. Das sind die beiden Unterscheidungen. Und dann kann man sich hier noch entscheiden, gibt es Taumittel im Sinne von Salze oder gibt es keine? Ja, und dieses XF steht ganz einfach für Frost. So kann man sich das dann auch wieder merken. Nächster Punkt ist der chemische Angriff. XA und der kann entweder schwach sein, mäßig oder stark. Wo tritt das auf? In Kläranlagen zum Beispiel, Klärbehälter oder Güllebehälter zum Beispiel auch, wo ja, die Gülle aufbereitet und gerührt wird, kommt es auch zu chemischen Angriffen und das muss der Beton halt aushalten. Wenn er es nicht aushält, geht er halt kaputt. Ja, dafür steht das XA und A steht in dem Fall für Acid. Ah, falsch. Soll in dem Fall eigentlich für Säure stehen, aber ihr könnt es auch unter Chemical Attack, also chemischer Angriff sehen. Das wäre das dazu. Und dann kommen wir zu dem letzten, XM. Da wird auch unterteilt in mäßig, stark und sehr stark. Und zwar geht es hier um Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung. Verschleißbeanspruchung heißt, der Beton wird übermäßig strapaziert durch Kräfte, die von außen wirken. Gutes Beispiel dafür sind zum Beispiel Beladungsrampen bei LKWs oder sowas. Oder für Baufahrzeuge, die auch mit Beton
gefertigt worden sind. Die werden sehr hoch beansprucht, weil sehr große Massen darauf fahren und ein Abrieb durch die Räder entsteht. Und deswegen müssen diese Betone halt extra viel aushalten, extra viel Kraft, extra viel Kräfte standhalten. Und deswegen gibt es halt die Extraklasse XM 1 bis 3. Und das M steht in dem Fall für Mechanical. Da gibt es dann noch einen extra Begriff für, den nennt man Abrasion. Den braucht ihr euch nicht merken, aber Abrasion ist, bedeutet das halt, dass durch den Rolleffekt von LKWs bzw. schweren Lasten auf Rädern immer wieder eine Reibung entsteht auf dem Boden. Also hier rollt der Reifen lang und durch diesen Rollwiderstand wird immer wieder ein Stück von der Oberfläche abgetragen. Und das ist der Part mit XM. Ja, hierzu, zu den Aufgaben, die ich euch jetzt bereitstellen werde dafür, sind immer Beispiele, Gegebenheiten, wo ein Betonbauwerk zum Beispiel steht. Und ihr müsst anhand dieser Liste hier jetzt herausfinden, okay, welche Expositionsklasse muss der Beton eigentlich besitzen, beziehungsweise nach welchen Expositionsklassen wurde der Beton geplant. Das müsst ihr dann da aufschreiben, einmal begründen. Und vielleicht auch einordnen, in welche Unterkategorie bzw. in welche Angriffsstufe ihr ihn einschätzen würdet. Dafür gibt es Beispielaufgaben und die beantwortet ihr. Und bei Fragen wisst ihr, könnt ihr mir einfach schreiben und viel Spaß dabei.